jetzt schon wieder passiert? Wir müssen hier raus! Es ist alles meine Schuld. Ich hätte mich niemals von ihm provozieren lassen dürfen. Wenden wir uns der Comicgeschichte von Frankreich und Belgien zu. Diese sind untrennbar miteinander verknüpft. Brüssel und Paris erheben beide den Anspruch darauf, die Hauptstadt des Comics zu sein. Und beide haben dafür gute Argumente. Doch die Geschichte beginnt woanders. Und zwar in der französischsprachigen Schweiz, deren Beitrag man nicht unterschätzen sollte. Der in Genf geborene Rudolf Töpfer gilt als der erste Comic-Künstler der Geschichte. Seine Bildergeschichten erscheinen um 1830, Jahrzehnte vor Wilhelm Busch und Comics aus den USA. Es sind Satiren auf die Oberschicht. Aus heutiger Sicht sehr einfach gestaltet, nehmen sie dennoch vieles vorweg, was später für das Comic von Bedeutung sein wird. Töpfers Werk wird zu einem internationalen Erfolg. Selbst Johann Wolfgang von Goethe soll ein Fan gewesen sein. Trotzdem gerät Töpfer zwischenzeitlich fast völlig in Vergessenheit. Als Pionier wird deshalb oft der Franzose Christophe genannt. Christophe veröffentlicht seine Werke gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Allerdings gibt er seine Karriere auf, um als Wissenschaftler zu arbeiten. Deshalb erreicht sein Werk nie einen großen Bekanntheitsgrad. Der Durchbruch des modernen Comics in Belgien gelingt schließlich dem jungen Künstler Georges Remy. Besser bekannt unter dem Künstlernamen Hergé. Inspiriert von Comics im amerikanischen Stil, erschafft er im Alter von nur 22 Jahren den rasenden Reporter Tintin. Dessen Serie kennt man bei uns unter dem Namen Tim und Struppi. Tintin wird ab 1929 als Fortsetzungsgeschichte in der Jugendbeilage einer Zeitung veröffentlicht. Und die jungen LeserInnen können nicht genug von Tintin bekommen. Hergé wird über Nacht zum Star. 1946 gründet Hergé deshalb das Journal Tintin. Um die Seiten des wöchentlich erscheinenden Magazins zu füllen, werden professionelle KünstlerInnen verpflichtet. Auf den Seiten des Magazins nehmen viele Comicserien ihren Anfang. Diese sind stark von Hergé beeinflusst. Nach seinem Vorbild sind die Figuren und die Geschichten eher realistisch. Es wird großen Wert auf ihre Haltung, ihre Position und ihre Umgebung gelegt. Die Farben sind gedeckt. Im Laufe der Zeit werden die Comics immer aufwendiger. Die Abenteuer des Wikingers Thorgal erscheinen ebenfalls im Journal Tintin. Anfangs sind sie noch in einem recht einfachen Stil gehalten, doch im Laufe der Zeit wird das Comic immer detailreicher. Auch inhaltlich. Im Laufe von über 40 Jahren wird die Serie zu einem bis heute fortgesetzten Fantasy-Epos. Der Aufwand im Journal Tintin hat einen Grund. Es ist die Konkurrenz durch das Journal Spirou, das in der belgischen Kleinstadt Marcinelle herausgegeben wird. Das Magazin setzt auf einen lockeren grafischen Stil und einen humoristischeren Ton. Ganz anders als das in Brüssel herausgegebene Journal Tintin. Einer der ganz großen Erfolge des Journal Spirou sind die Schlümpfe. Sie sind charakteristisch für den Stil des Magazins. Gezeichnet mit einer lockeren Feder und knalligen Farben. Die Abenteuer der blauen Kobolde sind märchenhaft, häufig lustig und vor allem immer auch für ein jüngeres Publikum geeignet. Auf der ganzen Welt begeistern sich bis heute Kinder für die Schlümpfe. Der Star des Journal Spirou ist der Zeichner André Franquin. Er gestaltet nicht nur die Abenteuer des Magazin-Maskottchens Spirou und seines besten Freundes Fantasio. Franquin ist auch der Erfinder des chaotischen Gaston Lagaffe, der, selbstironisch, die MitarbeiterInnen des Journals Spirou in den Wahnsinn treibt. Auch das gelbe Masopilami mit dem scheinbar endlosen Schwanz stammt von ihm.
und dann hat der fiese Fritz Oil verspritzt. Das ist in Brand geraten und dann boom! Ich versteh's immer noch nicht. Wie konnte so etwas passieren? Ein Hotel explodiert doch nicht einfach. Wir sind in einem Comic. Alles ist möglich. Um Himmels Willen, wo bin ich da hineingeraten? Falls ich das hier richtig sehe, dann ist der fiese Fritz an allem schuld. Ich habe ihn unterschätzt. Ich dachte, er sei nur aus einem Gag-Comic. Kein Superbösewicht. Man muss auf alles vorbereitet sein. Ich sollte mich um ihn kümmern. Aber mein Arm... Machen Sie sich keine Sorgen, Mon Kapitän. Ich übernehme das. Stellen Sie sicher, dass Sashiko und Dr. Seifert in Sicherheit sind. Amelie, bist du dir sicher? Du hast doch... Pas de problème. Ich bin schon mit ganz anderen Männern fertig geworden. ...1959 erhalten das Journal Spirou und das Journal Tintin einen weiteren Rivalen. Pilote nennt sich das neue Magazin aus Paris. Und es ist vor allem mit einem Namen verbunden. René Goscinny. Goscinny ist nicht nur Redakteur des neuen Magazins, sondern vor allem auch Autor von Asterix, das sein Freund Albert Uderzo zeichnet. Es ist eines der Highlights von Pilote. Die Abenteuer des Galliers Asterix und seines dicken Freundes... Ich bin nicht dick! Entschuldigung. Seines kräftigen Freundes Obelix werden zum Inbegriff des französischen Comics. Dies liegt nicht zuletzt an dem Witz der Serie. Unter die Gallier und Römer mischen sich Filmstars und Politiker. Die Dialoge zitieren Hits ihrer Zeit. Auch wenn sich nicht jeder Gag übersetzen lässt, Goscinny und Uderzo erreichen ein weltweites Publikum. Doch die Liste von René Goscinnys Arbeiten ist noch viel länger. Er schreibt auch die lustigen Schulgeschichten des kleinen Nick, die der Schweizer Zeichner Sompé illustriert. Und er unterstützt seinen Freund Morris, der für das Journal Spirou seine Western-Serie Lucky Luke zeichnet. Zusätzlich schreibt Goscinny Drehbücher, arbeitet an Zeichentrickfilmen mit und verfasst weitere Comicserien. Die übermenschliche Arbeitsleistung hat ihren Preis. Goscinny stirbt im Alter von nur 51 Jahren an einem Herzinfarkt. René Goscinnys Vermächtnis sind nicht nur seine Comics. Als Chefredakteur hat er maßgeblich junge Talente gefördert, die später Herausragendes leisten. Eine von ihnen ist Claire Bretéchet, der als erste Zeichnerin in Frankreich der Durchbruch in den Mainstream gelingt. Ihre Comics sind eine Mischung aus Alltagsgeschichten, Satire und feministischer Gesellschaftskritik. Stilistisch und inhaltlich beeinflusst sie vor allem viele Zeichnerinnen, die in ihr ein Vorbild entdecken. Ein anderer Zeichner, der seine Karriere bei Pilote beginnt, ist Jean Giraud. Für Pilote hatte er das wegweisende Western-Comic Blueberry gestaltet. Doch unter dem Pseudonym Möbius sollte er die Comicwelt revolutionieren. Surreal, visionär, mit präzisem Strich und sanften Farben. Der Inhalt seiner Comics ist schwer in Worte zu fassen. Sie sind Höhepunkt der psychedelischen Kunst in den 70ern. Voll absurdem Humor und jenseits etablierter Erzählweisen. Gerade deshalb faszinieren sie Generationen von LeserInnen und inspirieren unzählige KünstlerInnen. Diese ungewöhnlichen Comics benötigen allerdings ihre eigene Veröffentlichung. Möbius und seine MitstreiterInnen gründen dafür 1975 das Magazin Metal Hurlant. Im Gegensatz zu den großen Konkurrenten ist Metal Hurlant von Anfang an für Erwachsene ausgelegt. Wie Möbius Beiträge ist der Inhalt experimentell, künstlerisch anspruchsvoll und provokativ. Die MacherInnen laden auch KünstlerInnen aus anderen Ländern ein, um ihnen eine Bühne zu bieten. Die Karriere des Amerikaners Richard Corbin war in den USA wenig erfolgreich. Durch Metal Hurlant wird er zu einem Star. Das fototechnische Verfahren, das Corbin für die Gestaltung seiner Fantasy-Comics entwickelt hat, kommt erst in dem aufwendig gedruckten Metal Hurlant voll zur Geltung. Es dauert nicht lange, bis das Magazin auch in den USA verlegt wird. Dort wird es unter dem Namen Heavy Metal bekannt und erringt Kultstatus. Auch weil die im Entstehen begriffene Heavy-Metal-Musikszene es als Inspiration entdeckt. Viele KünstlerInnen des Magazins gestalten später Cover für Heavy-Metal-Alben.
Insgesamt steht Metal Hurlant am Anfang einer Veränderung im franco-belgischen Comicmarkt. Die zunehmend erwachsenen LeserInnen sind offen für künstlerisch ambitionierte und inhaltlich komplexe Comics. Diese werden als Alben und nicht mehr in einem Magazin veröffentlicht. Das gibt ihren SchöpferInnen mehr Freiheiten. Sie können sich Zeit für historische Recherche und die künstlerische Ausarbeitung nehmen. Ich sehe dich, Amelie. Glaubst du etwa, dass ich dich nicht bemerke? Eher Fritz? Ich hatte inzwischen Zeit, nach deiner Comicserie zu suchen. Oh, du bist ja noch eine größere Versagerin als Captain Arrow. Deine Serie wurde schon 1954 eingestellt. Glaubst du, du erzählst mir etwas Neues? Keine Nachdrucke, keine Zusammenfassungen. Boah, was muss das für ein Schrott gewesen sein? Was willst du erreichen? Mich mit deinem Gerede aufhalten? Oh, soll ich jetzt Angst haben? Willst du mir wieder eine Ohrfeige geben, weil ich so fies war? Komm ruhig, ich warte in der Bibliothek auf dich! Warum muss ein Comic in Farbe sein? Warum muss man dafür historische Recherche betreiben? Warum muss jede Seite bis ins kleinste Detail ausgearbeitet werden? Warum muss es eine bestimmte Seitenzahl haben? 1990 gründet eine Gruppe von KünstlerInnen den Verlag L'Association. Die Veröffentlichungen von L'Association sind oft experimentell und passen nicht in die etablierten Formate von Alben oder Magazinen. Die Lust am Erzählen steht im Vordergrund. L'Association sorgt mit Comics wie David B.'s Die heilige Krankheit für Aufsehen. Dessen expressive, holzschnittartige Grafik bildet einen starken Kontrast zu den farbigen Comics, die ansonsten den Markt beherrschen. Die Geschichte, die David B. über seinen von Epilepsie betroffenen Bruder erzählt, ist intim und beklemmend. Comics wie diese sind das Pendant zur Graphic Novel, die sich zeitgleich in den USA etabliert. Der größte kommerzielle Erfolg von L'Association ist eine weitere Autobiografie: Persepolis von Marjane Satrapi. Die Künstlerin erzählt darin von ihrer Kindheit und Jugend im Iran. Diese wird von der Islamischen Revolution überschattet. Die tragische Zeitgeschichte kontrastiert mit der Selbstironie, mit der Satrapi ihr jüngeres Selbst betrachtet. Der Zwang, ein Kopftuch tragen zu müssen, trifft auf den Punkrock rebellierender Teenager. Es sind solche Erfolge, die dazu führen, dass die meisten KünstlerInnen von L'Association bald im Mainstream ankommen. So wie Die Katze des Rabbiners, eine Geschichte über jüdisches Leben in Nordafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Comic wird bei einem der großen etablierten Verlage als klassisches Comicalbum verlegt und schließlich sogar verfilmt. Anfang der 2000er kommen neue Impulse aus dem Internet. Eine besondere Spezialität des franco-belgischen Comics ist das Comicblog. Es besteht meist aus Skizzen, die aus dem Leben der KünstlerInnen berichten. Zu dessen größten Stars gehört die Künstlerin Margot Mutin. Wie bei vielen Comicblogs steht auch bei Mutin ihr eigenes Leben im Vordergrund der Handlung. Es sind teils autobiografische Anekdoten und Alltagsbeobachtungen, meist humorvoll und mit einer gewissen Selbstironie. Stilistisch decken Comicblogs eine große Bandbreite ab, je nach Zielgruppe. Kinder und Jugendliche begeistern sich für Comicblogs, die nicht zufällig an japanische Mangas erinnern. Sie sind im französischsprachigen Raum ungemein populär. Ihr Einfluss ist deutlich bei jungen KünstlerInnen zu bemerken. Sowohl die Comics von L'Association wie auch die Comicblogs verdeutlichen ein großes Interesse der LeserInnen an realistischeren Erzählungen. Comics erzählen die kleinen und großen Dramen des Alltags mal mit Humor, mal mit Melancholie nach. Comics über Fantasy- und Science-Fiction-HeldInnen verkaufen sich immer noch bestens. Doch immer öfter begegnet man kleinen Leuten als Hauptfiguren von Comics. Preise wie auch Verkaufszahlen bestätigen die Entwicklung. Und längst finden diese Comics auch den Weg auf die Kinoleinwand. Wir müssen die Hotelleitung anrufen und die Feuerwehr. Außerdem... Mama mia, was ist hier passiert? Mi amore, geht es dir gut? Schatz, was machst du denn hier? Du bist nicht nach Hause gekommen und ans Handy bist du auch nicht gegangen. Ich habe mir Sorgen gemacht, Bella. Was ist passiert? Ach,
Das ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, das ist alles bald vorüber. Seriously, es kann nicht mehr schlimmer werden. Wo ist Amelie? Machen Sie sich keine Sorgen um sie. Sie kümmert sich um den fiesen Fritz. Oh Gott, wir müssen ihn retten. Von wem sprichst du? Den fiesen Fritz? Was soll das heißen? Ich verstehe auch nicht, warum müssen wir den fiesen Fritz retten und wovor? Vor Amelie! Schnell! What? Wieso müssen wir ihn vor Amelie retten? Er hat keine Ahnung, wer Amelie ist. Los, sonst ist es zu spät. Für Frankreich und Belgien sind Comics ein wichtiges Kulturgut. Als 2020 die Covid-Pandemie ausbricht, führt der französische Präsident einen Kulturgutschein für Kinder und Jugendliche ein. Zur Überraschung der meisten wird der Großteil der Gutscheine nicht für Musik oder Videospiele genutzt, sondern für Comics. In Frankreich, Belgien und der französischsprachigen Schweiz wachsen Kinder weiterhin mit Comics auf. Sie unterhalten sie, aber vermitteln ihnen auch Themen wie Sexualität und Liebe. Altersgerecht mit viel Humor. Andere thematisieren die Lebensumstände in fernen Ländern. Die bildhafte Erzählweise von Comics erleichtert den Zugang, gerade für junge LeserInnen. Der anhaltende kommerzielle Erfolg solcher Comics spricht für sich. Zugleich bleibt das franco-belgische Comic aber auch weiterhin seiner Tradition verpflichtet, künstlerisch anspruchsvoll zu sein. Für ihren Druck werden häufig aufwendige Verfahren verwendet, die es den KünstlerInnen erlauben, verschiedenste Techniken einzusetzen. Doch es ist nicht alles nur positiv. KünstlerInnen wie etwa der preisgekrönte Cyril Pedrosa protestieren immer wieder gegen die großen Verlage der Branche. Streitpunkt sind vor allem die Honorare für KünstlerInnen. Sie sinken seit Jahren. Marktkonzentration hat die Situation weiter verschärft. Deshalb sagt Künstler Cyril Pedrosa, dass seine ästhetischen Comics auch eine antikapitalistische Botschaft transportieren. Solche Kommentare sind auch an die eigenen Verleger gerichtet. Doch trotz aller Konflikte, die Belgier wie auch die Franzosen lieben ihre Comics. Alte Helden wie Asterix oder der Seemann Corto Maltese haben längst ihre SchöpferInnen überlebt. Ihre Popularität sorgt dafür, dass sie zu immer neuen Abenteuern aufbrechen. Und soweit es die LeserInnen betrifft, wird das auch noch lange so bleiben. Schaut sie euch an! Alt! Abgetakelt und seit mehr als 60 Jahren aus dem Geschäft. Falls Sie glauben, dass Ihre kindischen Beleidigungen mir etwas ausmachen, dann täuschen Sie sich, Monsieur Fritz. Ich bin nicht Dr. Seifert und auch nicht unser naiver amerikanischer Freund. Und? Was willst du jetzt machen? Mich anbetteln, damit ich nett zu Dr. Seifert bin? Mir schwebt eine permanente Lösung des Problems vor. Jetzt bin ich aber gespannt. Wissen Sie eigentlich, warum meine Comicserie damals eingestellt wurde, Monsieur Fritz? Weil sie altbacken und langweilig war. Sie war zu gewalttätig. Ja, klar. Und was hast du darin gemacht? Warst du die schnellste Schützin im Wilden Westen oder hast du dich mit Römern geprügelt? Meine Comicserie hat Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg nacherzählt. Ich war Mitglied der französischen Résistance. Wie bitte? Und ich habe gelernt, wie man mit unliebsamen Männern umgehen muss.